Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Heute mal ein Video, was sich die Instagram-Community wirklich sehr, sehr dolle gewünscht hat. Und zwar 3 PKV-Mythen. Denn über die PKV gibt es wirklich sehr, sehr viele Halbwahrheiten da draußen. Und auch Stammtischparolen, so wie man hier im Osten sagt. Und ich möchte mich den ganzen mal annehmen und dort ein bisschen Klarheit reinbringen und euch mal wirklich die Realität zeigen. Und welche Realität steckt dahinter? Und dafür habe ich mir 3 Mythen, wie gesagt, im Speziellen genommen. Und der erste Mythos ist, den ich mir nehme, und zwar die Beiträge im Alter sind nicht mehr zu bezahlen. Der zweite Mythos ist, aus der PKV kommt man irgendwann nicht mehr raus. Und der dritte Mythos ist, und das ist ein bisschen ein politischer Mythos, mit einer sogenannten, muss ich mir aufschreiben, mit einer Bürgerversicherung, wenn ich das Wort schon höre, mit einer Bürgerversicherung wäre alles besser. Und ich würde sagen, kein langes Hin und Her, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Punkt. Und zwar, die PKV-Beiträge sind im Alter nicht mehr zu bezahlen. Und du bist schon mal bestimmt auf ZDF oder auf RTL gegangen, hast vielleicht solche Sendungen gesehen wie Versicherungsdetektive oder ähnliches, wo denn irgendwo der arme Rentner ist, der seine 600 Euro PKV-Beitrag zahlen muss aus seiner Rente von 1200 Euro netto und mit dem Geld vorne und hinten nicht mehr Hinweis. Und erstmal, wie ich schon gesagt habe, die Frage, woher kommt dieser Mythos davon, dass man diese Verträge im Alter nicht bezahlt kann. Also das eine ist natürlich halt auch solche Medien und solche Dokus. Warum? Denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und niemand würde einen Beitrag darüber interessieren, wie es jetzt wäre, also beziehungsweise zu hören, welche Versicherungen dieses Jahr wie viel wieder an Geldern ausgezahlt haben und wie vielen Leuten es damit jetzt gut oder besser geht. Das würde keine Sau interessieren. Und darum sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten, weil darum lässt sich viel, viel besser und größer eine negative Story spannen. Das ist das Erste. Also Medien haben die letzten Jahre sehr, sehr viel beigetragen, dass dieser Mythos überhaupt entstanden ist. Das Zweite sind sogenannte Verträge vor dem 01.01.2000. Was es damit auf sich hat, erzähle ich gleich noch. Und natürlich auch sogenannte geschlossene Tarife. Was geschlossene Tarife sind, fasse ich hier mal kurz zusammen. Sprich, dass da für einen gewissen Zeitraum eine gewisse Menge an Menschen hineinkommt und dann der Beitrag dicht gemacht wird für sozusagen neue Leute, die dort reinkommen könnten und dieses Kollektiv in sich dann einfach so weiter besteht und in diesem Kollektiv gegebenenfalls das Ganze korrumpiert. Also mit korrumpiert meint man, da werden jetzt sehr, sehr viele Leute auf einmal krank und dementsprechend steigen die Beiträge dann exorbitant in die Höhe. Das sind so 3 Gründe, wodurch der Mythos entstanden ist, weil das natürlich auch, wie jetzt der reale Fakt mit diesen geschlossenen Tarifen, signifikant dazu geführt und dazu beigetragen hat. Doch was ich gerade erwähnt habe, ist ja diese Krankenversicherungsreform seit dem 01.01.2000. Und was sagt die? Das sagt nämlich aus, beziehungsweise was wurde da geändert? Und zwar, dass die privaten Krankenversicherer einen gesetzlichen Zuschlag nehmen müssen, um sogenannte Alterungsrückstellungen zu bilden, die dazu da sind, die Beiträge im Alter irgendwann mal zu senken und abzufedern. Und dafür müssen die privaten Krankenversicherer heutzutage 10% nochmal draufschlagen, um das sozusagen separat beiseite zu sparen, anzulegen, damit, wie gesagt, die versicherte Person irgendwann mal nicht so hohe Beiträge bezahlt. Das Ganze gibt es übrigens in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht. Denn das gesetzliche Krankenversicherungssystem läuft nach einem sogenannten Umlageverfahren. Also sprich, alles, was gerade in den GKV-Topf geht, muss auch im gleichen Atemzug wieder rausgehen. Und da sammelt sich sozusagen für dich nichts an. Das heißt, du zahlst auch immer gleichzeitig mit für die anderen Leute, die krank sind oder krank werden könnten. Des Weiteren gab es 2017 eine groß angelegte Studie zu dem Thema der sogenannten Beitragssteigerung, die natürlich einen Einfluss darauf haben, dass später irgendwann mal Beiträge nicht bezahlt werden können. Und diese Angabe würde dich und könnte dich jetzt auch erschrecken. Denn das Ergebnis war, die Beiträge in den PKV-Tarifen sind im Schnitt die letzten 20 Jahre, Betonung 20 Jahre, Studie war 2017, also noch nicht so lange her, um 2,2% gestiegen.
Um natürlich ein Verhältnis zur gesetzlichen Krankenversicherung zu bekommen, muss man den Wert auch sagen. Und die gesetzlichen Krankenversicherungen sind in den letzten 20 Jahren im Schnitt jedes Jahr um 3,3% gestiegen. Das heißt, die Wahrheit ist eigentlich, ja, die PKV-Tarife steigen im Rahmen einer natürlich, nennen wir es mal, medizinischen Inflation. Doch die gesetzlichen Krankenversicherungstarife steigen stärker. Zudem kommt ja noch, dass aus diesen gesetzlichen Tarifen immer mehr Leistungen gestrichen werden in dem sogenannten Sozialgesetzbuch. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Okay, dazu kommt auch, dass du in solchen Tarifen natürlich auch zusätzliche Alterungsrückstellungen bilden kannst. Also sprich, du machst die Vereinbarung mit dem Versicherer heute, dass du sagst, hey, ich möchte heute etwas mehr wegsparen, gleich von Beginn an, damit mein Beitrag um dann mal fix und festgelegt 100, 200 Euro oder sogar mehr dann im Alter sinkt. Das kann man ganz individuell vereinbaren. Denn zum Beispiel, wie wir es auch gerade hatten, dieser gesetzliche Zuschlag, der dann ab dem 01.01.2000 kam mit der Umstellung, mit der Krankenversicherungsreform damals, galt ja auch nicht für die Tarife davor. Deshalb, und das ist auch so ein Grund, warum das Ganze beflügelt worden ist, weil diese Tarife davor nämlich vor die Wahl gestellt wurden. Hey, wollt ihr diesen gesetzlichen Zuschlag annehmen oder wollt ihr euch befreien lassen? Und was haben natürlich die ganzen vielen Tarife damals gemacht? Die haben gesagt, nö, wir zahlen doch jetzt nicht mehr Geld. Wir wollen so günstig bleiben. Ja, und das ist übrigens auch ein Grund, weil Leute sich auch entschieden dafür haben, einen günstigen Tarif zu bezahlen, anstatt Wert auf Leistung zu legen, sind diese günstigen Tarife dann meistens auch exorbitant teuer geworden, weil in diesen Tarifen die Leute sehr, sehr krank geworden sind. Ansonsten, was haben wir noch für Gründe, warum dieser Mythos entstehen ist oder beziehungsweise was dahinter die Wahrheit ist? Und zwar, kleinen Moment, Blick auf meinen Notizzettel. In der gesetzlichen Krankenkasse ist es ja dann so, dass es anhand an, oder beziehungsweise an der Höhe deines Einkommens bemessen wird. Okay, was gibt es noch dazu zu sagen? Also was jetzt die Realität ist dieses Mythos, dass es im Alter nicht mehr zu bezahlen ist. Und zwar ist es ja so, dass du auch im Alter, wenn du wolltest, ja, falls das wirklich so extrem gestiegen ist, immer noch in einen sogenannten Basis- oder auch in einen Grundtarif wechseln könntest. Dieser Basis- oder dieser Grundtarif, der entspricht dann sozusagen dem Level der gesetzlichen Krankenversicherung und der darf dann auch nicht mehr kosten als die gesetzliche Krankenversicherung. Natürlich solltest du dich niemals krankenversichern, um dann mal später einen Basistarif zu wechseln, das ist ganz klar. Doch das ist dann später auch immer noch mal sozusagen die finanzielle Notlösung in dem Ganzen. Ja? Und natürlich ansonsten ist es ja auch so, dass selbst wenn du jetzt zum Beispiel privat krankenversichert bist, dass du ja, wenn du als Angestellter privat krankenversichert bist, in die Rentenversicherung einzahlst und dementsprechend auch dann später einen Anspruch aus der Rentenversicherung hast für deine gesetzliche Krankenversicherung. Und der ist in Höhe für, nicht für, sondern von circa, nicht circa, sondern 7% deiner Rente, die du beziehst, als Beispiel 7%, wenn du mal 2.000 Euro Rente brutto beziehen würdest, dann wären das ein Zuschuss von 140 Euro, den du bekommst. Der Zuschuss darf aber auch niemals höher sein als die Hälfte des Gesamtbeitrags. Also da ist das Ganze übrigens auch gedeckelt. Und dazu kommt noch, später mal im Alter, fallen auch gewisse Tarife und Bausteine weg. Das heißt, dadurch wird der Beitrag sowieso automatisch günstiger. Zum Beispiel, wenn du eine Krankentagegeldabsicherung hast, zahlst du später im Alter nicht mehr, weil du ja als Rentner keinen Anspruch mehr hast auf Krankentagegeld. Dieser gesetzliche Zuschlag, von 10%, den ich erzählt habe, fällt weg. Wenn du sowas wie Optionstarife hast oder auch solche zusätzlichen Altersrückstellungen, wie ich es euch auch gleich erzählt habe, fallen die weg. Das heißt, auch diese ganzen Faktoren senken dann nochmal später den Beitrag. Das Einzige, was du dann natürlich zahlen musst, ist klar den Tarif für die eigentliche PKV und natürlich noch den Pflegeversicherungsbeitrag. Und damit das Ganze auch mal wirklich rechnerisch nachvollziehbar ist, habe ich jetzt mal für euch das Beispiel einer Kundin. Und das werden wir hier auch an der Seite für euch nachvollziehbar einblenden. Und mit der Kundin werde ich jetzt bald eine private Krankenversicherung machen. Und den Tarif werde ich euch nochmal als Link auch uploaden, damit ihr auch mal so dieses Konstrukt dahinter sehen könnt und das Ganze noch besser nachvollziehen könnt. Link packen wir euch dafür in die Beschreibung. Auf alle Fälle, die Kundin ist heute
31 Jahre alt. Ja, und ist mit ihrem Einkommen über der JAEG, diese Patzer, sozusagen mich für so eine Beratung angefragt und möchte gerne in die private Krankenversicherung wechseln. Sie würde jetzt für diesen PKV-Tarif, und das ist ein wirklich sehr, sehr hochwertiger, der leistet wirklich sehr, sehr viel und weit mehr als die ganzen gesetzlichen Krankenversicherer, 668,43 Euro mit Pflegeversicherung bezahlen. Übrigens das Gleiche, also was heißt das Gleiche, aber gegenwärtig zahlt sie 890,63 Euro auch für ihre gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Das heißt, sie hat sogar den Vorteil, der Wechsel wird nicht nur leistungsstärker für sie, sondern auch gleichzeitig noch günstiger. Anteilig von diesem Beitrag, und das listen wir jetzt noch mit auf, ist 53,40 Euro nochmal diese extra Beitragsentlastung in Höhe von 200 Euro im Monat, die wir angegeben haben. Zudem haben wir für 5 Euro im Monat noch einen Optionstarif, dass sie mal, wenn sie wollte, in der Vertragslaufzeit in einen höherwertigen Tarif wechseln könnte, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Wir haben für 33,90 Euro ein Krankentagegeld abgesichert. Das wären 100 Euro am Tag ab dem 43. Tag, damit sie halt im Krankheitsfall dann auch Geld bekommt, auch wenn der Arbeitgeber dann nicht mehr zahlt. Und natürlich noch der gesetzliche Zuschlag ist dort auch mit drinne von 48,76 Euro. Und jetzt die Frage, wie würde sich der Beitrag dann im Alter berechnen? Und damit müssen wir auch mal wieder den ursprünglichen Beitrag von den 668,43 Euro nehmen. Davon müssen wir ja erstmal die gesetzliche Beitragsentlastung, also diese 10%, wiederum abziehen, diese 53,40 Euro. Und natürlich, weil wir eine zusätzliche Beitragsentlastung gemacht haben, diese 200 Euro noch abziehen. Und ich meinte nicht gesetzliche, der erste Tarif waren die 53,40 waren die zusätzliche Beitragsentlastung und die Beitragsentlastung daraus, die reduzieren. Das heißt 53,40 Euro und 200 Euro abgezogen. Auch der Optionstarif entfällt, der wird nicht mehr gezahlt ab dem Alter und natürlich auch das Krankentagegeld würde ab dem 67. Lebensjahr entfallen. Also auch noch die 33,90 Euro weg. Und jetzt kommt noch, was wir abziehen müssen, den gesetzlichen Zuschlag, hatte ich vorhin nur verwechselt. 48,76 Euro. Und ich habe mal diese 48,76 Euro mal in das gleiche Verhältnis gesetzt wie die extra Beitragsentlastung würde bedeuten, dass sie eigentlich nochmal eine Beitragsreduzierung von weiteren 182,62 Euro bekommt. Aber ich habe mal nicht ganz so optimistisch gerechnet. Wir gehen in dem Beispiel nur mal von aus, dass sie nur eine Entlastung daraus von 150 Euro im Monat nochmal bekommt aus dem gesetzlichen Zuschlag. Ergibt erstmal einen voraussichtlichen Preis von 177,10 Euro, den sie zu zahlen hätte. Jetzt wissen wir aber, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass der Beitrag ja trotzdem steigt. Medizinische Inflation, Kosten, Krankheitskosten und so weiter. Also habe ich dem Ganzen nochmal über die 36 Jahre hin eine Inflation von 2% gegeben. Damit würde der Beitrag jetzt an der Stelle auf 361,26 Euro ansteigen über diese laufende Steigerung über die Jahre. Okay. Jetzt ist es ja so, weil sie über die JAEG ist und trotzdem sozialversicherungspflichtig angestellt, gehen wir mal von aus, sie führt diesen Job mit ähnlichen Höhen bis sie im Renteneintritt weiter durch. Würde das natürlich bedeuten, sie hat auch einen Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Und das Ganze würde dann bedeuten, sie würde in ihrem Fall 2000 Euro brutto bekommen. Das wären dann nochmal eine zusätzliche Entlastung von 7%, also 140 Euro. Die müssen wir, wie ihr hier seht, wieder davon abziehen. Bleibt zum Schluss ein Beitrag übrig, den sie zu zahlen hätte, und jetzt haltet euch fest, von 221,26 Euro. Und das ist rein rechnerisch, rein kalkulatorisch mehr als fair, muss man sagen. Also jeder, der sagt, dass Beiträge im Alter exorbitant steigen und explodieren, sorry, der hat von der Thematik wenig Ahnung, weil das wäre jetzt sozusagen mal eine wirklich gut kalkulierte Realität. Auch die nochmal zurückgenommen, ohne den Zuschlag von der gesetzlichen Rentenversicherung wären es 361,26 Euro. Das selbst das ist immer noch ein fairer Beitrag, muss man mal ganz klar sagen. Ich habe übrigens mal ihren Höchstbeitrag, den sie aktuell zahlt, hochgerechnet mit der Inflation von 3,3%, was ich vorhin gesagt habe. Das würde bedeuten, dass sie eigentlich, wenn sie weiterhin so ein hohes Einkommen hätte, auch als Rentnerin,
dann mal 1853 Euro zahlen würde. Jetzt bin ich mal von ausgegangen, okay, sie hat da nicht so ein gutes Einkommen als Rentnerin noch, ja, sie hat vielleicht nur das halbe Einkommen, habe ich dem Ganzen mal 50% Rabatt gegeben, dann würde sie aber trotzdem als Rentnerin in diesem ganzen Konstrukt der gesetzlichen Krankenkasse 926,50 Euro bezahlen. Ja? Und das heißt, dieses Argument, im Alter sind die Beiträge nicht mehr zu bezahlen, ist damit busted, wie man so schön sagt. Also das ist hier wirklich mal rational anhand der Zahlen ausgemerzt. Kommen wir am besten auch gleich zu Punkt Nummer 2, weil Punkt Nummer 1 abgehakt, das ganze Thema. Und zwar, im Alter kommt man nicht mehr aus der privaten Krankenversicherung. Und hier muss man zwei Gruppen unterscheiden. Einmal die Selbstständigen, die in der privaten Krankenversicherung sind. Und dann an anderer Stelle natürlich auch die Angestellten, die in der Krankenversicherung sind. Und hier gibt es dann nochmal zwei Faktoren. Einmal den Faktor über 55 Jahre und einmal unter 55 Jahre. Richten wir uns einfach erstmal an die unter 55-Jährigen, die sozusagen über der JAEG waren und damit sozusagen in der freiwilligen Versicherung, beziehungsweise sich privat krankenversichern können. Das ist übrigens, die Grenze ist im Jahr 2020 62.550 Euro und im Jahr 2021 wird es voraussichtlich 64.350 Euro. Also wenn du darüber verdienst, kannst du dich privat krankenversichern und um die geht es jetzt. Ja? Und bei dieser Personengruppe ist es im Speziellen so, die können sozusagen zu jeder Zeit, wenn sie sich wieder unter dieser Grenze der JAEG sozialversicherungspflichtig anstellen lassen oder die Stunden minimieren und damit unter die JAEG fallen, jederzeit zurück in die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, dieser Gruppe steht das Tor erstmal vollkommen offen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Selbstständige. Ja, also jede Person, die unter 55 ist, die selbstständig ist und sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr drauf, die muss sozusagen ihre Selbstständigkeit liquidieren in vollem Umfang und lässt sich wieder unter der JAEG sozialversicherungspflichtig anstellen. Thema erledigt für diese Gruppe. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Spannend hingegen wird es aber jetzt für die Gruppe der Leute, die über 55 sind, weil da gibt es Besonderheiten. Fangen wir mal an mit den Angestellten, die sozusagen über der JAEG waren. Und diese Regelung, die ist ein bisschen speziell, deshalb habe ich es mir auch aufgeschrieben, und lässt sich auch wiederfinden im Sozialgesetzbuch Nummer 5, Paragraph 10, Abschnitt 1.5. Ist jetzt kein Witz, es steht wirklich da. Und auch weitere Sachen, die dazu kommen, findet ihr dann noch im Paragraph 18 des Sozialgesetzbuchs Nummer 4. Ich wusste bis dato nicht mal, dass es 5 Sozialgesetzbücher gibt. Aber selbst ich lerne noch mal dazu. Okay, kommen wir erst mal dazu. Und zwar, wann können diese Personen sich dann wieder, also die Angestellten über 55, wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung? Sie können sich zum Beispiel über einen Ehepartner, wenn sie einen Ehepartner haben, das ist ganz klar, wieder familienversichern, wenn sie monatlich unter einem Siebtel der Bezugsgröße verdienen. Bezugsgröße ist sozusagen die durchschnittlichen Bruttoeinnahmen im Jahr, gerechnet anhand der deutschen Rentenversicherung. Das wären sozusagen 38.220 Euro, davon ein Siebtel. Und dieses Siebtel durch 12, weil durch 12 Monate, würde bedeuten, zum aktuellen Zeitpunkt, wenn er sich sozusagen in einem Nebenjob, Minijob anstellen lässt und da 455 Euro netto oder weniger verdient. Dann könnte er sich wieder automatisch familienversichern und wäre aus diesem Thema raus. Wenn er jedoch keinen Ehepartner hat, dann ist folgende Situation. Und das Gleiche gilt dann auch später für die Selbstständigen. Und zwar, und jetzt wird es ein bisschen tricky, wenn er die letzten 5 Jahre, also von 50 bis 55, weniger als 900 Tage in einem sogenannten qualifizierten Versicherungsverhältnis war, also über der JAEG oder selbstständig tätig, also weniger, dann darf er zurück in die gesetzliche Krankenversicherung.
Wenn er aber über die 900 Tage war, also 901 Tag in diesem Zeitraum über der JAEG, die ich euch genannt habe gerade, oder selbstständig tätig, dann gibt es keinen Weg zurück. Dann muss er, auch wenn er sich zum Beispiel danach sozialversicherungspflichtig anstellen lässt, trotzdem in der privaten Krankenversicherung bleiben. Das ist dann das Dilemma. Und das ist sozusagen dieser einzige Fall, wo er wirklich diese Person nicht mehr zurückkommt. Ja? Für die Selbstständigen, wie gesagt, das Ganze in ähnlicher Form. Also auch die können zurück in die Familienversicherung, wenn sie einen Ehepartner haben, zum Beispiel in Form der gleichen Basis auf 450 Euro monatlich oder weniger. Und natürlich, wie eben gerade schon beschrieben, dieses Modell mit den 5 Jahren, 900 Tagen und dann ja unter diesem qualifizierten Verhältnis und so weiter, das, was ich gerade erklärt habe. Und das ist sozusagen die wirkliche Wahrheit dahinter, wann man zurückkommt in die gesetzliche oder zurück kann oder nicht. Ende aus, Mickey Maus. Und das muss ein qualifizierter Berater euch auch sagen können. Ich muss ehrlich sagen, so hart in der Tiefe hatte ich es auch noch nicht recherchiert. Aber umso besser, jetzt weiß ich zumindest, dass bisher, was ich alles im Bereich der privaten Krankenversicherung gemacht habe, mit meinen Kunden bis dato immer richtig gemacht habe. Und jetzt nochmal gutes Gewissen sagen kann allen meinen Kunden, hey, das, was wir bisher gemacht haben, passt und wird auch für die Zukunft passen. Okay? Das heißt auch immer wieder dieser Fall, ich habe meine Kunden bis dato nur auf eine gute Leistung beraten und niemals auf den Preis. Kommt auch noch dazu. Ja? Okay, fahren wir mal fort im ganzen Text. Und zwar das Thema, und zwar der dritte Mythos, Bürgerversicherung. Bürgerversicherung wäre sozusagen besser für alle, weil wir hätten nur noch eine Krankenkasse und damit wäre das Ganze viel, viel fairer und die Beiträge viel, viel besser und geringer und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wer von den Linken oder von der SPD oder von irgendwelchen sozialistischen orientierten Organisationen den Leuten diesen Wurm ins Ohr gesetzt haben, aber wirtschaftliches Verständnis dahinter verstehen sie anscheinend nicht. Ich möchte euch mal ein Beispiel nennen. Vorhin diese angesprochene Studie hat auch mal ermittelt, wie lange es dauern würde, wenn eine sozusagen alle gesetzlichen Krankenversicherungen kein Geld mehr bekommen würde und die dann auch daraus hin aus ihren Töpfen erschöpft sind und kein Geld mehr an irgendwelche Leistungen zahlen können. Und das würde bei den gesetzlichen Krankenversicherungen genau 9 Monate dauern, wenn man ihnen den Geldhahn zudreht, bis sozusagen nichts mehr bezahlbar wäre. Das ist übrigens dieses Prinzip des Umlageverfahrens. Die dürfen sozusagen kein Geld auf Rücklage halten. Wenn wir mal alle privaten Krankenversicherer in einen Topf schmeißen und das gleiche Szenario durchführen, hätten die je nach Versicherung noch zwischen 6 bis 9 Jahre Geld zur Verfügung, um ihre privatversicherten Kunden zu bedienen. Erstmal so zum Verständnis, wie wirtschaftlich eigentlich die unterschiedlichen Versicherungskategorien arbeiten. Was würde jetzt passieren, wenn wir diesen gut wirtschaftenden Topf in diesen Topf des schlechteren Verhältnisses schütten würden? Das könntest du dir so vorstellen, du nimmst dir einen großen Blumentopf mit Erde drin, ja? Sagen wir mal, du füllst ihn zu 90% mit Erde und dann nimmst du ein paar Gläser Wasser und füllst die letzten Prozent mit klarem Wasser auf. Schau dir mal an, was dann mit der Erde passiert. Richtig, saugt sich voll, aber es sieht nur nach nasser Erde aus und nicht nach einem klaren Quell an der Stelle und damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Zudem muss man sich ja auch mal vorstellen, wenn sozusagen eine Bürgerversicherung geschaffen wird, um das Zweiklassensystem eigentlich abzuschaffen wollen, wird in dem Moment genau ein Zweiklassensystem neu geschaffen. Warum? Alle zahlen jetzt in einen Topf hinein und kriegen jetzt alle eine gesetzlich vorgeschriebene Leistung sozusagen. In dem Moment würden die Menschen, die sozusagen mit den Geldbündel flattern beim Arzt, bei dem Arzt natürlich auch bevorzugt werden. Ganz einfach, weil der sagt, hey, ich möchte Geld verdienen, auch natürlich, weil ich bin jetzt nicht nur Arzt geworden, um Hunderttausende von Leuten zu heilen. Nein, ich möchte davon auch meinen Lebtag gut leben können, ist ja ganz klar. Das möchte jeder mit dem, was er tut. Ich kenne, wer was anderes behauptet, sorry, der soll nicht arbeiten. Und
in dem Moment diejenigen, die mit den Geldscheinen wedeln werden, werden wahrscheinlich in den Behandlungen bevorzugt, in den Terminen bevorzugt, in den whatever bevorzugt, aber die, die Geld haben, werden dann auch eher drankommen. Und das heißt, die Ungerechtigkeit wird nicht weniger, nein, sie wird sogar noch verstärkt, weil jetzt ja der Weg noch leichter freigemacht worden ist für privatärztliche Behandlung an der Stelle. Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass bei einer Bürgerversicherung privatärztliche Behandlungen komplett verboten werden. Ja, das würde wahrscheinlich keine Sau machen. Oder die Leute, die das Geld dafür hätten, würden dann ins Ausland gehen, wo sie es noch sich leisten könnten. Oder viele Ärzte würden ins Ausland gehen, damit sie da noch praktizieren können in Form eines Privatarztes und so weiter. Ich hatte den Tag übrigens auch noch eine super Unterhaltung mit einer Ärztin, die selber eine eigene Arztpraxis hat und mir mal ganz einfach was geschildert hat zu diesem Thema privat und gesetzlich. Und sie hat ganz klar gesagt, wenn es die Privatpatienten und die Privatversicherten nicht geben würde, würde auch kaum oder kein so großer medizinischer Fortschritt auch für die gesetzlichen Patienten stattfinden. Denn mit diesen privaten Patienten können sie ja laut Gebührenordnung der Ärzte bis zu 3,5 Mal mehr Geld abrechnen. Und dieses Geld können sie dazu verwenden, um neue Ausrüstungen zu bestellen, um neue Lehrgänge zu machen und natürlich dementsprechend auch die gesetzlichen besser oder schneller oder effektiver auch zu behandeln, weil vielleicht der Zahnarzt das bessere Bohrgerät hat auf einmal, weil er es sich leisten konnte, weil viele Privatpatienten da waren und sich das Gebiss haben behandeln lassen. Ja? Und deshalb sind private Patienten sogar notwendig, um dieses System, wie es ist, aufrechtzuhalten und zu entlasten. Denn das System würde sich selber belasten, wenn man jetzt eine einheitliche Bürgerversicherung schaffen würde. Natürlich ist das nur meine Meinung, meine Annahme. Ja, das müsste man alles definitiv durchkalkulieren und durchrechnen. Aber gegenwärtig zu der gegenwärtigen Faktenlage und zu den gegenwärtigen Zahlen ist ein Zweiklassensystem, wie wir es heute haben, nicht abstoßbar, beziehungsweise würde keinen weiteren Vorteil schaffen, das abzustoßen, sondern eher Nachteile schaffen. Damit haben wir mal 3 PKV-Mythen richtig hart und faktisch unter die Lupe genommen. Und ich hoffe, ihr habt bis hier noch eingeschaltet, denn ich danke euch vielmals, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und wenn du einer der Begünstigten bist, die über der JAEG liegt mit seinem Einkommen oder vielleicht auch selbstständig und damit überlegst, in die private Krankenversicherung zu wechseln, dann schau mal hier unten in der Beschreibung, da findest du mein Kontaktformular und dann können wir ein kostenfreies Erstgespräch zu dem ganzen Thema führen und mal schauen, was in deiner Situation am besten passen würde. Ja, Betonung passen würde, weil es ist kein Muss, in die PKV zu gehen. Es kann auch sich manchmal lohnen, in der GKV zu bleiben. Ist zwar eher selten, aber manchmal ist es dann doch so. Und ansonsten, wenn du noch etwas hast, was du dazufügen möchtest, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, dann schreib das Ganze mal unten bitte in die Kommentare, damit wir uns alle hier austauschen können. Lass gerne ein Like und ein Abo da, dann kriegst du nächste Woche auch wieder ein fachliches und sachliches Video von mir. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal noch einen guten Tag. Joschka Birkig, Online-Finanzberater hier aus Leipzig. Bis zum nächsten Mal.